Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. Tja, da sind wir wieder. Ich bin wieder ein bisschen frischer drauf als in der letzten Aufnahme. Ich bin gespannt, wie lange das anhalten wird, wenn ich diese Räume sehe. Ich hasse beengte Räume, weil guck mal, das ist auch so in Wirklichkeit, also hier so im Real Life. Ich hasse dieses Wort. Enge Gänge sind immer scheiße, weil du hast... Ja, du hast halt nicht die Möglichkeit, so ein bisschen, hast keinen Platz neben dir. Und das, guck mal hier, ich kann, so weit kann ich nach links und rechts gehen. Ich habe keine Lust. Können wir wenigstens, was ist das hier? Es sieht, das ist ja cool, die Halterung finde ich cool. Ich dachte, wir können das anzünden. Und ich entschuldige mich nochmal ganz kurz, ich lege hier gleich los, ich weiß gar nicht warum, ich bin sehr tatendurstig, verstehe ich nicht ganz bei einem Horrorspiel. Ich entschuldige mich nochmal ganz kurz für die letzte Folge, wo ich mit dem Ton das verkackt habe. Ich kontrolliere jetzt, Ton läuft. Ja, ich sehe das, der Ton wird jetzt aufgenommen, das heißt, ich muss jetzt nicht mehr nebenbei, also hinterher noch irgendwas korrigieren. So, jetzt aber wird's lustig und ich will nicht, denn da geht's schon weiter und ich glaube aber nicht, dass das... alles ist, was in diesem Raum passiert. Warte mal. Das sind die realistischsten Schatten, die ich jemals gesehen habe. Oh oh. Zeitungspapier. Oh nein. Das Kapitel heißt das Labor. Natürlich. Achso, ja, die gehen ja von alleine wieder auf. Von alleine immer zu. Okay. Hier können wir erstmal nicht so viel anfangen. Was ist das da oben? Och, die Stimmen sind auch wieder da. Na Mensch, die habe ich ja vermisst. Batterien, sehr gut. Ich mache mal kurz die Taschenlampe aus, denn hier ist es sehr hell. Hier können wir nichts machen. Ich dachte, ist ja wirklich nicht viel zu machen. Das da oben sind Antennen vom Fernseher, aber ich habe noch nie so fette Antennen gesehen, ganz ehrlich. Okay, ich brauche die Taschen... Och, nö. Naja, dann... wird schon nichts passieren. Außer, dass aus den Spinden mich gleich irgendwas anspringt. Ich weiß es genau. Okay. Da liegt nichts. Was denn? Ist doch bestimmt das nächste Rätsel. Das mit diesen... Oder? Ich finde... Diese Halterung. Ich glaube, wir, ja, wir haben noch ein Streichholz. Ich hoffe, da finden wir ein paar. Okay. Haufen Maschinen. Mit denen ich nichts anzufangen weiß. Was ist das denn? Ein... Kristall? Oder so ein bunter Stein? Sehr dekorativ, ja. Aber ein bisschen unnütz, oder? So, hier oben ist nichts. Sieht sehr, sehr einladend aus. Und ich mag die Gänge. Und die Musik ist anders. Wir haben noch ein Streichholz, deswegen... Ich mach mal rechts an. Damit wir wenigstens so ein bisschen Licht haben. Hallo? Ist da jemand? Nein. Doch, ich nehme das mal als ja. Vielleicht Gudrun. Drüben liegt wieder irgendwas. Warte mal. Oh oh. Okay, warte, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Also ich hoffe, ich werde nicht bestraft dafür. Aber ich möchte nochmal in die Spinte reingucken, die war da so... Vielleicht haben wir da einen Jumpscare verpasst. Das will ich natürlich nicht. Seht ihr auch die Fliege? Die ist nicht auf meinem Monitor gewesen gerade. Nein... Gudrun? Okay. Wir können gerade noch nicht wirklich... Ah, warte mal.
Müssen wir die vielleicht hier? Nein. Wir müssen. Ich weiß gar nicht, wozu die Dinger da sind. Die sehen so aus, als hätten die irgendeinen Sinn. Okay, der Müll war vorhin auch schon da, habe ich bloß nicht gesehen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Warum ist die Lampe wieder aus? Die habe ich angemacht, das weiß ich genau. Okay, dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Die Geräusche, dieses Tippeln hier, das kennen wir schon. So, was ist das hier? Das sieht so aus, als bräuchten wir das später auch noch. Und diese farbigen Kristalle, ich frage mich, wofür die sind. Hier muss auch irgendwas rein später. Oh, na klasse, das sieht ja toll aus. Ach du Scheiße. Nein, hier möchte ich... Oh, Scheiße, jetzt habe ich unnötig die Taschenlampe neu geladen. Wollte ich gar nicht. Freunde, was passiert hier? Ich meine, wie verrückt kann man sein und sich sowas an die Decke hängen? Na, Glückwunsch. Die Hände, die Schatten von den Händen sind auch echt sehr toll. Wow. Oh, Scheiße, ich habe jedes Mal Gänsehaut, ne, wenn das kommt. War abzusehen. Nee, ich weiß nicht, da habe ich halt einfach nur... Was ist denn das, eine Halterung? Ja, ist einfach nur so eine Hand. Oh, mit einem Lurch drauf. Das ist toll, das ist süß. Weniger süß ist das über mir. Ich gucke da bewusst nicht hin. Ja. Unser Onkel hatte irgendwie... Ich glaube, der hatte Probleme. Der sollte mal... Ich weiß, warum der gestorben ist. Der hätte mal einen Arzt aufsuchen sollen. Was baut der hier? Ich hoffe nicht irgendwelche Kreaturen. Was sind das da? Keine Ahnung. Okay, das ist wieder cool. Kann ich den Drachen haben? Ah, super. Also. Habt ihr das auch gerade gesehen? Hier kam gerade so ein Schatten lang beim Licht. Also erstens muss das Blaue muss auf das mit dem Lurch. Aber die haben beide einen Lurch. Ich guck mal, ist das das... Ne, wir haben das Grüne. Wir haben das Blaue aber schon gefunden. Das liegt in einem der Spinde. Spinde oder Spinte? Keine Ahnung. So, warte mal. Ich warte noch auf Gudrun oder Klaus Dieter. Ich bin mir bei Klaus Dieter immer nicht so richtig, ob das richtig ist. Habe ich den Klaus Dieter genannt? Ich glaube schon. Ich verwechsel das irgendwie immer. Können wir hier nicht Hilfe... Guck mal, hier kann man doch Hilfe rufen. Die Puppe da oben. Warte mal, ist das die Puppe aus Fallout? Nee. Ich dachte schon, diese Hula-Puppe aus Fallout, das wäre lustig. Hier wieder so ein Zahnrad, was wir aber wirklich nicht nehmen können. Oh, eine Tür, die aussieht, als würde sie nach draußen gehen, weil sie so groß ist. Diese Schatten, ne? Diese unrealistischen Schatten immer. Kann die Leiter nicht benutzen. Okay, wir brauchen auch nochmal Streichhölzer. Hier so ein... Der Stuhl ist schön. Das sind wahrscheinlich alles die Apparaturen, die er gebaut hat. Oh oh. Okay. Komm schon. Okay. Nimm mit. Das ist ein gelbes. Ein Bett. Gibt's hier kein Licht? Da gibt's Licht. Wo ist denn der Lichtschalter? Wir müssten theoretischerweise jetzt einmal rum sein. Also, der Logik entsprechend, ja. Nee, doch. Schön. Gelb muss da auch nicht drauf. Ich brauche noch einen durchsichtigen, ne?
Hier lag der rote drin. Ich muss erstmal noch die zweite Halterung finden, damit ich die Steine loswerden kann. Warte mal. Wir haben hier einen und dann müsste wahrscheinlich hier drüben irgendwo einer stehen. Könnte ich mir denken. Hier ist aber nichts. Gibt's? Was sind das? Sieht aus wie eine kleine Streichholzschachtel. Warum kann man die nicht mitnehmen? Ich brauche Streichhölzer. Aber wenn die Dinger sowieso ausgehen, die Kerzen. Was ist denn der Unterschied bei den Dingern? Der eine hat einen Lurch. Wir haben beide, sind immer zwei Lurche drauf. Oder Eidechsen. Ich habe mir das mit Lurchen so angewöhnt. Ich verstehe es nicht ganz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Krallen. Als erstes muss da blau drauf. Ich check das nicht, weil es beides mal dasselbe ist. Verstehst du? Und ich suche jetzt irgendwo hier drüben nochmal so eine Halterung. Oh, dieser Raum ist toll. Ich erwarte hier nichts Gutes. So. Ich habe keine Lust, wieder die ganzen Batterien zu verbraten. Ich meine, wir haben ja einigermaßen Licht, aber so wie ich das Spiel kenne, nicht lange. So. Hier ist wieder nur so ein Zahnrad. Ja, ist gut. Ist ein bisschen windig hier. Alles gut. Dann sind wir wieder hier. Okay. Er muss in irgendeinem anderen Raum die Halterung dafür sein. Okay, hier haben wir dann echt ein Problem. Mit Licht, meine ich. Ich renne mal. So, war hier noch irgendwo so eine Hand? Nee, hier ist auch nichts. Das geht ja schon wieder gut los. Noch, dieses Rätsel geht noch. Noch geht dieses. Hier, den brauchen wir. Ah, ich kann die tauschen, sehr gut. Noch geht dieses Rätsel. Aber ich fand es sonst immer sehr anstrengend, wenn wir also diesen Horror, dieses Gruselige und dann immer noch dieses Nachdenken müssen. Das war mal echt, das hat einen echt fertig gemacht. Und dabei geht das hier noch, finde ich. Ich habe mich in diesem großen Raum unwohler gefühlt. Vielleicht sind enge Gänge doch nicht ganz so schlecht, weil dann ist nicht so eine große Fläche, wo irgendwas passieren könnte. Oder wo man denkt, dass irgendwas passiert. Bäh. So, jetzt hat er... Was kommt denn hier eigentlich rein? Also hier. Ich muss da auch irgendwann noch... Das hat doch bestimmt auch noch einen Sinn. So, ich denke, da ja ein blauer gezeichnet wird. Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. Das könnte möglich sein, ja. Es geht eine Rundumleuchte. Ach, guck mal, die sind ja süß. Die sind ja süß. Oh, die finde ich niedlich, die Trolle da oben. Ah, warte mal, hier ist noch ein Rätsel. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass wir es noch nicht machen brauchen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Orangene? Schritt 2. Dieser Automat... Ja, toll, das sind Zeichnungen von Automaten, die ich wahrscheinlich irgendwie betätigen muss. Was das ist, weiß ich auch nicht. Ich will es nicht wissen, sieht böse aus. Wo ist denn jetzt? Wir hatten doch hier gerade einen gelben drauf. Wir haben die doch gerade nur ausgetauscht. Also, hier schon wieder eine Fliege unten. Sieht man das? Unten rechts. Lustig. Kann ich hier was machen? Vielleicht muss ich jetzt die Zahnräder mitnehmen. Also. Ah, das ist dieser Kranz ist das der dritte Schritt. Auf der Zeichnung. Hier müssen wir auch noch was machen, weil überall sind diese leeren Fächer. Ich versuche jetzt mal dieses Rad mitzunehmen. Ah ja. Gucke da. War hier auch eins? Nee. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Oh, wie nett. Jetzt leuchtet die. Okay. Hier war auch irgendwo eins? Nee. Vorne in den Räumen lag noch eins. Warte mal. Okay. Es geht ja eigentlich relativ gut bis jetzt. Hier. So. Eine Maschine fehlt uns noch, glaube ich. Weil die hat das Bauteil.
Hier hinten steht sie nicht. Steht keine. Oder war das direkt im allerersten Raum, wo noch eine Maschine stand? Bin mir gerade nicht sicher. Okay, warte mal. Die hat... Hier brauchen wir nicht. Diese große Maschine. Okay. Sure. Die Taschenlampe wird übrigens gleich den Geist aufgeben. Freue ich mich schon drauf. Wenn ich dann wieder im komplett Dunkeln hier durch die Gegend latschen muss. Hier. Okay. Ist jetzt... Ich gehe nochmal ganz kurz in den Raum hier gucken. Also in... den Raum. Wir haben immer noch Kristalle, ne? Hier, war hier auch ein Bauteil? Nee, wir müssen wahrscheinlich hier auch nichts machen. Gut. Ich guck vorsichtshalber, bevor ich wieder den ganzen Weg renne. Ah, ich gehe ja schon wieder zurück. Okay. Ich bin doof. Hallo? So, jetzt haben wir die. Was als nächstes dran ist, weiß ich nicht. Ich kann die nicht mehr mitnehmen. Okay. Oh Gott, dann erkenne ich ja hier gar nichts mehr. Zweitens. Jetzt haben wir das so. Drittens ist dieser Ring. Und irgendwo hier steht eine Zahlenkombination. Hoffe ich. Boah, ich sehe gleich nichts mehr. Ich brauche Batterien. Scheiße. Kann ich es eigentlich schon wieder vergessen? Hier muss wohl eine richtige Kombination aus drei Symbolen eingestellt werden. Irgendwo muss Arthur doch die Kombination notiert haben. Ja, jetzt haben wir kein Licht mehr. Wir können es eigentlich nur ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe jetzt, ich glaube, ohne dem Licht sehe ich ja gleich gar nichts mehr. Die Hände. Ah, warte mal, lädt die Batterie. Ah, die lädt sich wieder ein bisschen selber auf. Okay, das ist gut. Irgendwo muss er die notiert haben. Ja, dann wahrscheinlich auf so einer Tafel, aber ich sehe gar nichts. Nee, hier nicht. Hat sich jetzt irgendwo was bewegt? Warte mal. Moment. Irgendwo muss er die notiert haben. Okay. Ah, nee, ich glaube, das muss hier hinten irgendwo liegen. Ich kann mich natürlich auch irren. Wahrscheinlich tue ich das auch. Und ich will echt nicht wissen, was hier gleich passiert, wenn dieser Ring an ist. Das sieht mir nach einem nicht sehr vertrauenswürdigen Experiment aus. Ach, hier. Nee, doch nicht. Hier sah es aus, als würde ein Zettel liegen. Guck mal, da oben ist Tic-Tac-Toe aufgezeichnet auf dem Bildschirm. Okay, das ist bloß so ein Stöpsel. Ja, wir brauchen die Kombination. Die ist ja einfach zu finden. Hallo? Warum hat der hier unten... Das ist Hefe, ne? Oder ist das Weizen? Warum hat der hier sowas unten? Verstehe ich nicht. Vielleicht im dunklen Raum? Ja, also jetzt muss ich ja sagen, ist das doch ein bisschen
Unspannend? Der muss die doch hier haben irgendwo. Zeitung. Ich meine, hier hat er doch alles aufgeschrieben. Warum soll er nicht hier die Kombination noch aufgeschrieben haben? Wenn ich mich nach oben drehe, dann sehe ich auf dem Monitor irgendwie mehr. Drittens. Ich hoffe, es ist kein Rätsel. Also nicht so eins, wo man irgendwo hier in der Wand vielleicht Symbole finden muss. Sieht so cool aus da oben. Ich hoffe, das ist einfach nur ein Zettel. In Klammern einfach. Den ich gerade nicht finde. Hier, warte mal, was ist das denn? Na super. Och nee, ich hasse das. Boah, nee. Jetzt haben wir diese Kacke wieder hier mit dem Neuladen, ey. Boah. Okay, wir haben die Maschine noch nicht richtig verwendet, dass das Ding jetzt gerade explodiert. Ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Wo soll ich denn wissen, dass das der Hebel zum Auslösen ist, Kackspiel? Und wir kriegen natürlich keine... Wir kriegen eine Batterie. Wie großzügig. Ja, das war die Batterie dann. Aber wir haben wieder volle Streichhölzer. War da irgendwo... Alter. Wo sind die Kerzen? Ich mache jetzt immer bloß eine an. Das reicht. So. Batterien. Ich erinnere nur noch mal daran, es gab mal ein Update. Also bei den Update-News stand dran, es gibt mehr Batterien. Jetzt, also, ne? Ja, glaube ich dir, Spiel. Dankeschön. Sehr, sehr glaubwürdig. Ach, es ist der Raum. Okay, dann ist hier der Stein drin, der blaue, den wir auch direkt brauchen. Gut, wenn man es weiß, ist es dann doch etwas einfacher. Ich mache hier immer noch eine Lampe an. Da sparen wir ein bisschen an Streichhölzern und können auch die anderen Gänge hinten beleuchten. So, dass wir nicht unbedingt immer eine Taschenlampe brauchen. Verstehst du? So, hier muss nicht sein. Jetzt regnet es, glaube ich, draußen. Zumindest hat es gerade so ans Fenster gespritzt. So. Können wir das nehmen? Wir haben ja gerade den Stein. Lalalala. Hier gibt's. Wie gesagt, wenn bei den Geräuschen, die da kommen, wenigstens irgendwas passieren würde, fände ich das schon ganz lustig. Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. So, wir wissen ja schon, was wir machen müssen jetzt. Ich habe meine Taschenlampe aufgeladen. Die nehmen wir wirklich nur, wenn wir dann irgendwie gar nichts mehr sehen, wenn das mit den Kerzen überhaupt nicht mehr reicht. Hier brauche ich die ja auch nicht, oder? Warte mal. Ich verschwende die jetzt bestimmt, oder? Wir haben nur noch drei. Ich dachte vielleicht, wenn wir hier das Licht der Kerzen anmachen, dass dann irgendwo wieder ein Code erscheint. Damit warte ich jetzt aber mal ganz kurz. Pass mal auf. Sarah. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Jetzt nicht mehr. So, hier war ja auch nichts. Ach doch, hier lag ein Rad. Nee, das lag vorne. Können wir hier irgendwo Kerzen anmachen? Warte mal. Kerze, 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 Kerze. Nein. Gut. Dann. Gibt's hier Kerzen? Nein, aber hier gibt's das Zahnrad. Dankeschön. Hallo? Wo geht's raus? Hier, okay. Hier haben wir jetzt das Licht. Sehr gut.